Belastung habe ich denn jetzt? Über 68, hä? So viel Belastung ist aber nicht reduziert. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wie der 68%. Warte mal, hä? 34? Moment. Da. 33. 66,8. Immer noch 34,3. Okay, keine Ahnung, was dieser Ring genau macht, aber körperliche Angriffe hört sich immer hervorragend an. Natürlich. Pain, moin! Ja, bei so Items, wenn wir danach fragen, ist das okay? Genau. Ist das okay, Matrix? Wir sind da relativ locker, weil wir es beide schon, wir kennen das Spiel. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das wir sagen... Das ist nur super lange her. Richtig. Bei beiden, ja. Möchte ich nur hinzufügen. Ja, ja. Voll so, gut. Hier über das Vordach und dann hier rein. Genau. Oh. Belastung in Schaden, kann sein. Heimatknochen, Ah, Flintring macht, je weniger Belastung ihr habt, desto mehr Schaden machen eure Waffen. Alles klar, dankeschön. Das ist halt auch sehr hart. Oh, Weste aus Mirra, Handschuhe und Hose. Genau, das hatte ich auch schon. Und jetzt musst du hinter den Fässern gucken. Da, ja. Ja, genau, da ist der Ring, ey. Chlorantiering. Ah, da ist den Ring, du. Hört auch so eine Regeneration. Kann man... Farewell, I don't know. Hast du gemacht? Tod? Ja. Bist du gestorben? Ja. Nee. Doch. Ich bin aufglitscht, Kubi. Ah, wobei der Schadensbonus verschwindend gering ist. Okay, okay. Ich bin aufglitscht, Kubi, ich bin aufglitscht. Ich bin einfach, was soll ich sagen, Chill? Ich bin da aufglitscht. Morgens gestorben, ich bin aufglitscht. Chill, was soll ich machen? Hose aus Mirra anziehen hier. Handschuhe, die sind ein bisschen leichter. Das ist eine ganz gute Rüstung eigentlich. Ja? Geht. 12 und 10. Muss ich mir gleich auch mal angucken. Gewicht 7. Ist schon mal ein bisschen. Nicht nur, dass ich jetzt den Weg nochmal laufen kann. Nein, nein! Ich glaube, den Helm lasse ich mal. Das ist schon ein harter Ort. Die Blitzdunkel, ein bisschen mehr Gift. Ey. 55. Hört sich hier hinten hinter mir aber auch kriminell an, du. Ich hab den Helm auch nochmal. Mein Tür zu! Hat sich auf jeden Fall okay so aus, finde ich. Würde ich tragen. Ein bisschen so. Das erwähnt auch nicht so weit, ja. Ja, aber ich muss jetzt hier die ganzen Viecher da töten, ey. Das ist viel schlimmer. Ja, natürlich, ich bin gestorben. Die sind alle wieder gespawnt. Und meine 12.000 Seen oder so, die ich bei dem anderen Gebiet hinterlassen hatte, die sind auch weg. Okay. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch was. Das war das auf der Seite, oder was? Hier kann man nämlich noch weiter mocken, ne? Ah, ich glaube, dann ist man wieder in dem anderen Gebiet. Ja. Guck mal, hier ohne Heimatknochen kannst du hier weiter. Ich sollte aber Heimatknochen benutzen. Ja, guck. Gravity hat es nicht First Try geschafft, nee. Scheiße, ey. Ich bin wirklich an der Kante einfach runtergerutscht und dann war ich tot. Ah, sag, da hast du recht, ne? Nur das Katana wirkt hart deplatziert. So ein Rapier oder Degen, der würde sich mit dem Outfit viel besser machen. Würde er sich auch. Ich habe eine Frage, Chat. Gibt es Rickards Degen in diesem Spiel? Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich kann dir diese Frage beantworten. Ja, gibt es. Och! Es gibt Rickards Degen in diesem Spiel. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo man ihn findet. Ich könnte das Uchigatana jetzt... Ich könnte das jetzt leveln. Ich könnte das jetzt upgraden. Du könntest ja auch eine Frage stellen, wie zum Beispiel, ist es für mich jetzt schon möglich, dass den Rickards Degen zu erreichen? Das ist eine Frage, die ich an den Chat weitergebe. Uiuiui. So, nur zwei. Ja, sieben. Hau halt durch, ne? Schön durchhauen. Komm, tryen wir einfach mal. Okay, zweimal verbessert. Macht jetzt schon mehr Schaden als mein Uchigatana. Ah, genauso viel. Ein bisschen. Eskaliert. Ganz gut. Also, kann Kubi jetzt schon Rickards Degen erreichen? Ich glaube nämlich... Rapier, das ist doch nicht... Oh, ich habe überlebt. Ich hab Rapier jetzt. Ach, oh, ja, stimmt. Da gibt's auch noch diese Special-Funktion. Nein. Okay, danke. Danke. Okay. Dann haben wir das ja auch. Wow, Alter. Alright. Okay, leveln. Moin. Ich hab also Rapier gewechselt. Muss ich jetzt eigentlich? Ich kann ja einen Heimatknochen nehmen. Was soll der Geiz? Ja, auch wieder ein bisschen dran gewöhnen, aber da geht schon.
Ich glaube, er ist im DLC erreichbar. Alles klar. So, Kondition einmal. Ganz wichtig, Kondition. Ganz wichtig. Ist es auch wirklich. Okay, und jetzt können wir bei der abbruchreifen Brücke, muss ich dann weiter. Genau. Ah, Fun Fact, euer Fallschaden hängt bis zu einem gewissen Punkt mit eurer Belastung zusammen. Das glaube ich, wusste ich sogar. Ich weiß noch nicht, wie viel und so weiter, aber ich dachte, okay, wenn man schwerer ist... Na, weil umsonst nicht, Fledermaus, umsonst nicht. Weil, hab mich gut weit gebracht. Das kenne ich halt von Havel. Und ich wusste auch nicht, wann der Rapier kommt oder sowas, ne? Guck mal, was das ist. Was ist das? Rapier des Kristallweisen. Ach, diese Kristallwaffen, gehen die nicht kaputt? Nein, nein, das ist diese Hexe, die ich besiegt habe. Diese, Hast du die umgewandelt jetzt? Nein, noch nicht. Aber der macht physisch und Magie erstmal. Ach, die könntest du bauen jetzt? Ja, ja, die könnte ich bauen aus der Bossseele des Kristallwesens. So, warte mal. Wer bist du eigentlich nochmal? You're an unkindled, aren't you? Aren't you? I am Sirius of the Sunless Realms. Junge, Junge, Junge. Der Rapier skaliert aber auf Int. Ah, der Rapier mit den Kristallweisen. Oh, krass. Ja, ja, der. Psycho, ja, natürlich. Irgendwann kommt EFT mit Sicherheit wieder. Teradox, moin, moin, willkommen. Herr Bosi, das ist doch schon mal etwas. So, Vitalität 15, Kondition 20, Stärke. Die Frage ist mal, wie hoch willst du die Stärke treiben? Und wann machst du den Switch, Mock? Vitalität 20, Mocki? Komm. Oh. 20 Vitalität ist nicht verkehrt, kann nicht verkehrt sein. Sticht da wie eine Biene! Okay. Oh Gott, ja, hat nicht geklappt. Ah, nein, Da wäre er zusammengeprügelt. Oh, fast vorbei. Und was sagst du zum Rapier? Schon geil. Ja? Fühlt sich wieder richtig an. Na gut. Oh, fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Fühlt sich Sekiro-mäßig gut an. Oh. Mocker, weißt du, was der gerade verloren hat hier? Was denn? Wäre vielleicht für dich was. Was denn? Guck mal, eine Großmachete. Da. Ja, ja, die habe ich auch. Großaxt. Ah. Die hat meine auch gedroppt gehabt. Okay, nice. Und Roulette Krokette kommt hier rein und haut mal eben ganz... Ganz stabile. Gehen richtig steif. 49 Monate Roulette. Vielen, vielen Dank. Weißt du, wann dafür gibt es den Biberklatsch? Na, aber 100%ig. Nee. Und danach so ein bisschen Mocker. Vielen Dank, vielen Dank. Kam Monster, ey. Ich muss hier schnell weg. Ah, die Mocker schon vor 2 Stunden aufgehoben. Okay, muss ich nicht. Weil Roulette, vielen Dank. Nee, weil das ist ein Random-Drop, Bursi. Nee, ganz ehrlich, ich fühle mich deutlich wohler jetzt mit dem Rapier. Das ganze Moveset, das fühlt sich wieder... Fühlt sich und Rüstung auch direkt RP-mäßig unterwegs, oder? Ja, klar. Wie eine Biene hier. Wie viel Damage? Oh, da war hier... Oh, guck mal! Huiu! Ach so, das sah aus, wenn er einen Ratschlag macht. Hörst du wohl auf? Jetzt kommt Kubis Blessing zurück. Who knows? Oh. Ihr werft die Scheiße. Ich finde, Kubi sollte aufgrund seines ersten Playthroughs 30 Tote erlassen bekommen. Was ihr nicht alles findet, Chat, Alter. Was ihr nicht alles findet. Ich bin auch schon länger nicht mehr gestorben. Kann doch nicht sein. Ich hab Zeit wieder. Please don't. Was ist denn hier los? Ist hier ein Durchgang oder was? Nee, da müssen wir noch raus. Okay, und hier geht's dann weiter, morgen, ne? Ja, ja, Kathedrale. Okay, ja, genau. Ja. Und dann runterfahren. Nach unten. Oh, und ist da nicht dieser andere Johnny Gas? Ja. Ja, moin. Du meinst den, oh mein Gott, aua. Du meinst, Wo ist der Biene? Ja, hier. Peak. Diesen Eistypen? Ja, der ist unten. Oh, gut ist auch der starke Angriff. Der erinnert mich richtig dolle an Sekiro hier. Stich, und dann kannst du auch noch einen nachlegen. Okay. Und es kommt immer noch an, wie lange du gedrückt hältst. Ja, komm. So einen ähnlichen Stich habe ich auch.
Ja, wow. Kann noch früher. Kann noch early. Raushauen. Fährt runter, ne? Nee. Wie kann man so viele Bogenschützen hier hinstellen? Blattbär, hallo, moin. Ja, so, zeigt eure Bienen. Zeigt eure Bienen. Ich hab genug, Trains verschenkte, hier. Ja, verschenkte Subs. Ich hab genug Trains hier. Zeigt her eure Bienen. Wir haben die auch. Ja, klar haben wir. So, auf ein neues. Du und ich. Ah, wo sie waren. Oh, oh. Da sind die Bienen. Da sind die Bienen. Oh Gott. Sag mal, was bist du denn so wild? Die sind alle wild hier. Das ist der Wahnsinn, was hier für Viecher kommt. Mal gucken, was du hier kennst. Oh, macht's mir doch nicht so schwer, ey. Warte, ist hier nicht noch einer, der da? Meinst du, ich sehe dich nicht, oder was? Der macht mich fertig hier. Noch einer? Junge, Junge, Junge. Du ab. Habe ich ihn, da habe ich ihn weg. First try? Ja. Nice. Und ich habe dieses, so ein Schwert gekriegt. Ja, ja, das ist so ein Eisschwert. Das ist sehr stark am Anfang. Oh, Junge, Junge, Junge. Und goddamn Superhero. Ein wunderschön. Oh. Nee, nee, nicht minus 5. Nee, nee, das war kein Boss. Das ist kein Boss. Leider. Aber da hättest du auch schon einen, also von daher wäre das auch wieder ausgeglichen dann. Ja. 124, okay, DD. Das ist schon gut. Ich bin mit dem Rapier schon. Ah, ist schon gut, das ist schon gut. Und Dankeschön, Dankeschön. Aber irgendwo gibt es hier einen Trick gerade. Ich glaube, das war Serum, wir werden sehen. Und noch einer. Ah, sehr gut. Direkt hier das Bonfire. Fahrt der Opferung. Bist du da auch gerade, oder? Amulien geschickt vom Weiter, ja. Ich bin in dem. Leveln. Dankeschön. Oh, ja, das ist eine Kreuzung. Da geht es in zwei Richtungen weiter. Mhm. Kommt da nicht irgendwie auch ein Butterfly irgendwann? Nee, das war zwei, ne? Das war eins. Eins sogar? Das war eins noch, ja. Ja, seht ihr mal, das ist alles schon lange her. Was ist los? Nix. Wollen wir noch einmal noch Kamera? Na klar. Wollen wir noch hier die Kamera auch? Na so, na klar. Teile der Antwort könnten Sie verunsichern, Kobi. Ja. Also wie gesagt, ich bin links bei dem Sage lang gegangen. Man kann aber auch rechts bei diesen... ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Zwei so Johnnies laufen da rum. Ja, das hat ja hervorragend geklappt, Mocky. An der Stelle GZ, Mock. Hast du sehr gut gemacht. 53% geht da nicht. Ja, da bin ich bei 61. Nee, 70 war das nächste Limit, oder? Und da, mein Gott. Mhm. Nina! Oh, Nina! Vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Moin, moin. Ach, Nina. Ach, Nina. Nina Düsentrieb hier. Einen wunderschönen. Und vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen bei uns. Ja, rein, spaziert, rein, spaziert. Kann man das auch gleich wieder an? Wir machen noch einen kleinen Moment. Oh, wir sind noch ein bisschen. Oh, mein Gott, ich habe vergessen, dass er mit seinem unglaublichen Hammerlachs kommt. Herzlich willkommen. Moin. Geht noch gut. Fuck! Ey, jetzt beruhigen wir uns hier mal ganz kurz. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für den Raid. Oh, ja. Natürlich, aber auch natürlich. Was habt ihr denn Feines gebastelt? Mhm. Was wurde denn heute gebastelt, genau? Was herzlich willkommen erstmal. Moin. Wir haben eine Dark Souls 3 Challenge. Wir sind Brüder. Und das musste dann mal Mogga. Natürlich! Mogga hielt das für nötig. Oh! Wir mussten mal ganz kurz abklären, wer von uns denn der bessere Dark Souls 3-Spieler ist. Momentan liege ich vorne. Mhm.
Aber nur ganz knapp. Das kann hier ganz schnell in die ganz andere Richtung gehen, ne? Verdammte Scheiße. Und wenn man einen Boss First Try legt, dann bekommt man 5 Tode gutgeschrieben. Deswegen ist da auch noch Minus beim Mob, weil der so gut ist. Weil ich jeden Boss First Try bis jetzt gemacht habe. Ja, das stimmt. So gut. Weil ich so guter Spieler bin, ne? So ein feiner Spieler. Ein feiner Spieler bin ich. So ein feiner Spieler ist er. Heute wurde der Armin von der einen Seite auf die andere. Ach, ist das der Kollege, der winken kann? Hui. Krabbel zu. Mach nichts, wenn es schnell geht. Ja, da guckst du, wa? Da guckst du, wa? Der Winkerarm. Ja, nice. Ja, nice. Ja, ich weiß, Alach. Aber ganz ehrlich, Alach. Irgendwo kann ich mir das auch erlauben. Noch. Ja, ja, ja. Noch. Das stimmt allerdings. Willst du da hinten jetzt rumzaubern oder was, Kollege? Deine Pestwolke. Meine Special-Attacke? Oh. Special-Attacke? Komm. Bist du denn da? Was? Da wird es schick. Oi! Okay. Kannst du ja auch vorhin irgendwann mal gucken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich wollte ein bisschen mit dir spielen. Uff. Du magst heute nicht spielen, ist okay. Dann stirb. Schön der Stunlock. Da war der schöne Stunlock. Junge, 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 Junge. Die ist ja gar nicht so schwer zu späßen hier. Ja, auch gut wäre, man kann nicht ins Minus mit den Toten. Man kann also nur schon bestehende wieder löschen. Ja, nee, wir haben das jetzt so uns festgelegt und da wollen wir dann auch mal bleiben. Wir können das abändern. Das wäre ja Quatsch, oder? Das wäre ja Quatsch. I don't know. Ich habe noch nicht genug darüber nachgedacht. Mhm. Absolut abgefahrenes Game, ja. Ja, wirklich abgefahrenes, ganz schwieriges Spiel. Dark Souls 3, wen das noch nicht sagen sollte, ist ein wirklich ein sehr schönes, gutes Action-RPG. Sehr mal ein, sehr. Einfach toll, toll. Tolles Spiel. Toll, 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 tolles Spiel ist das. Spaßspiel. Ja, tolles Spiel. Genau, jetzt noch ändern ist Quatsch, genau. Weil hinterher, na, wenn ich dann gewinnen sollte, heißt es dann irgendwie, hier ist die Banditenaxt. Oh Gott, hier kommt doch, ich erinnere mich. Ist ready? Ja. So, und da sind wir übrigens. Einen wunderschönen. Hallo. Ja, das wäre jetzt im Nachhinein, das wäre halt wirklich doof. Genau. Ich glaube, ich kann da auch einfach durchlaufen. Wobei, Morki, Alter, bist du da durchlaufen? Schauen wir mal. Rapier, mit welch edler. Anmütig hier. Mit welcher Anmut. Oh, ich erinnere mich, bei dem ersten Playthrough hast du das Schlachtermesser hier gut genommen. Ja, das ist gut. Das skaliert ab. Ah, mit Stärke. Oh, die Banditenrüstung. Jetzt habe ich sie. Die ist schon ganz gut. Die trägst, glaube ich, auch. Die habe ich vergessen. Oh mein Gott, die habe ich vergessen. Die sind schnell. Okay, unter 50. Lass mich in Ruhe. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh. Ja. Oh mein Gott, die habe ich aber vergessen. Banditenrüstung. Rückzug. Ah, oh, ist nicht mehr so ganz edel mit dem Ding. Oh nein. Oder? Minus 12. Das ist nicht mein Lieblingsort hier. Solaire, hallo, moin. Ich sehe Dark Souls und so hübsche Biber. Stimmt, Solaire von Astura. Praise the Sun. Hallo. Praise the Sun. Mogadad. Das ist korrekt. Banditen-Doppeldolche. Das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Hast du hier unten sie da nicht? Ja, klar. Gut. Also die da unten. Ich hätte den Miniboss getaggt. Das ist ja wohl kein Miniboss. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, das waren aber mal mehr Minus-Tode bei Monka. Was da los? Ja, genau. Was da los? Und ich, ne? Kann, man muss immer die neue Norm dann immer sehen, ne? Was da los, Monk? Bist du müde oder was? Sehr gut. Hm? Bist du ein Nickerchen mal so oder was? Ist PC-Spiel, ja, aber kam, glaube ich, erstmalig damals auf der Konsole raus, der erste Teil. So, Rapier klärt. Oh, Rapier, oh. Das fühlt sich an, als wenn man so. Nach Hause so ein lange, so, ja, nach Hause, so ein lange eingelatschtes Paar Schuhe anzieht. So fühlt sich das an, so weiß man direkt, alles klar, das fühlt sich richtig an. Nächstes Mal mit Controllertausch, also von mir aus. Cool, enttäuscht mich. Ja, ich mich auch, tatsächlich. Aber ich muss auch erstmal wieder richtig warm werden. Das ist schon ein ganz anderer Schnack als Sekiro. Ganz anders. Ja, hol dir den Damage nochmal ab, Mock. Sehr clever. Ja, den Vergleich kann man natürlich auch ein bisschen weiterspielen, wie Luca Freund. Der Rapier riecht nach Kubis Füßen. Exakt. Ja, 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 ja. Exakt.
Oh. Ja, sag, dass du mich überzeugt hast, wieder zurückzukommen zu meiner wahren Natur. Zustechen. Das mache ich gern. Oh Gott. Oh Mann, ich hole mir unnötig so viel unnötigen Schaden ab. Das ist Wahnsinn, ey. Ja, na klar. Dein Name kommt auf meine Liste da oben. Oh, noch ein Speer. Oh, den Pfeil habe ich auch gesehen hier. Der hat mir im Kopf geschossen. Nee. Schulter, glaube ich. Ach, der beschwört die, glaube ich, sogar. Oh, mach mal Feuer hier hin, ne? Einen Fall kriegst du hier immer. Auf. Oh, ey, der rastet hier komplett aus jetzt hier. Aber ab. Einfach runtergefallen, die Brücke runter. Einfach tot. 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 Aber alle beide auch wieder gesprungen. 24. 24. Muss immer gut aus der Hüfte kommen. Ja, ja, genau. Ja, hier war ich arrogant. Das darf mir nicht passieren, ey. Ist einfach unnötig, wenn sowas passiert. Ja, Hyperactive Vieh, ey. Weg mit dir. So, jetzt zu dir, mein Freund. Hier war die Kreuzung, sagst du. Okay, wahrscheinlich da vorne. Also, das heißt, das kann man. Also, ich bin links lang gegangen. Also, links gehalten, okay. Da ist nämlich die Sage und dann. Du kannst den Weg links gehen auch. Dann gehst du den gleichen Weg, wie ich ihn gehe. Musst halt nur selber wissen, ob du da Bock drauf hast oder den anderen Weg wählst. Du hast mich angeworfen, ne? Naja. Ja. Oh Gott, jetzt. Kratzen. Schnell einen Zwischenkratzer. Oh, der hat gesessen. 750 ist halt auch krass, ey. Pfad der Opferung, das ist dein Bereich, Kupi. Oh, ja. Diese Viecher, da siehst du mal überhaupt kein Movement drin. Ja, die sind halt super ekelig, die Jungs. Sicher? Sehr ekelhafte Viecher. Bah! Mein Glut hier. Ja, hätte ich mir ja die Tränke ersparen können. Ja, das hat der Vorteil, Muffin, ne? Mit schweren Waffen zu kämpfen. Oh mein Gott, da. Oh, da bin ich. Ja, ja. Genau, na, der sich versteckt. Die Himmelfiecher sind Mogger als Mob, das stimmt. Das stimmt, Onikami. Oh. Guck mal, wie sie von hinten kommen. Wie kann man sowas bauen? Als Entwickler. Los weg hier. Los weg hier. Du Vieh. Noch einer davon haben, hä? Soll ich nochmal pieken? Noch. Meine Skalierung kickt auch bald rein. Der Mob ist vielleicht auch. Nee, bei mir ist der Claymore ist D. Skaliert D. Ja, genau. Ja, 2012. Das war Dark Souls 1. Genau, Bloody Bear, ja. Mhm, genau. Kam ein Jahr später auf Konsole dann, ne? Ja, das hat auf PC. Oder ja, ein halbes Jahr. Das hat sich ja gelohnt, hier zu sterben. Für eine Glut. Ja. Okay. Oh Gott, dieses Gebiet. Oh ja, ich erinnere mich. Oh. Ach, warte, weißt du was? Die können, glaube ich, keine Magie ab. Ey. Oh. Runterrollen wollte ich. Oh. Ihr Viecher, Alter. Ey. Diese Himmelfiecher. Ich bin einfach froh, dass ich Stärke genommen habe. Okay, ich habe Krähen, Dämon und Großkriegen hier gerade gelootet.
Hast du die auch? Was? Krähendämon Großklinge, da. Nein. Ja, die hatte ich gerade gekriegt, die ist gar nicht so bad. Dolch, aber zähl das Dolch. Und Super Attack, toter Winkel. Und die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Ist das hier? Special Stoß, ja moin. Ach Mist, ich hoffe mal, dass das Ding nach oben fährt für so einen Shortcut. Das heißt Shortocato. Shortocato. Ist hier nicht ein Shortcut? Ich glaube, so, Bruder, wir müssen aber so langsam zum Ende kommen. Ich porte mal eben zurück, ne? Ja. Hier noch ein Heimerknochen. Zum Feuerbahnschrein. Ja, doch, zum Feuerbahnschrein. Ich glaube, hier ist ein Shortcut. Ich glaube, hier ist ein Shortcut. Special Stoßen. Richtig, Solaire, richtig. So sieht's mir aus. Mit DLCs spielen wir das, TN Zeus. Also wir haben es auf jeden Fall installiert mit DLCs, beide. Wir müssen dann gucken, wie wir das am besten machen. Das stimmt, Laserbam. Ich finde die Taktik aber gar nicht so schlecht mit, wenn einer den Boss taggt, dass der andere den auch machen muss. Am besten auch möglichst zeitnah. Wäre ganz cool dann. Ja, wenn es in den Bereich der Möglichkeiten ist. Genau, liegt, genau. Wenn ich jetzt hier einen tagge, dann kannst du da nicht einfach mal eben hinlaufen und den machen. Nee, das, ja, jetzt. Weil ich halt jetzt stimmt. In dem Fall weiter bin. Das stimmt, das stimmt. Aber grundsätzlich ja schon, von mir aus klar, natürlich. Mhm. Dein verdammten Ding, Alter. Ja, wirklich. Oh, der aber, ist gut. Ja, schön Beweglichkeit, ne? Schön Geschicklichkeit. Ja, schön Geschicklichkeit, ja. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. So. Ich komme so langsam rein zur Bommel, ja? Ich habe da echt lange gebraucht. Aber so langsam komme ich rein. Freunde, so, wollen wir vielleicht am Ende von dem Stream immer so unseren Charakter nochmal zeigen, wie der so bisher gelevelt ist und so. Von mir aus. So also die Statistiken. Also was ist passiert? Ich habe mich auf Claymore eingeschossen. Ne? Mhm. Wird ein Stärkebild werden. Ich weiß noch nicht, was nach dem Claymore kommen wird. I don't know. Bin kurz davor, es auf Stufe 3 machen zu können. Könnte es aber auch verzaubern. Haben wir die Stats hier? Ja, genau. Werden wir auch noch gleich ergänzen im Regelwerk. Genau. So, das sind meine Stats. Aktuell habe ich 16 Vitalität, 20 Kondition und 22 Stärke und 13 Geschicklichkeit. Trage voller Stolz die Banditenrüstung in seiner kompletten Form. Und ich habe natürlich den Rallebart, der da ist. Denn auch, es geht natürlich auch um was. Nicht nur darum, um Ruhm und Ehre, was natürlich der Sieger bekommen wird. Nee, ich meine hier im Brimmer Start und dann diesen Screen hier, den ich habe. Zwei nach rechts. Habe ich doch gerade gemacht. Achso, ja. Ich habe eine Seelenstufe des Level 2. Du bist 28 schon. Ja, ich bin schon 28. Mogga ist nur 4 Level weiter als ich. Ja. Nice, nice. Ich meine, du hast 8000 Seelen. Ne? Du könntest noch leveln, ne, übrigens. Bitte, da, aber dann, da mache ich aber ganz schnell hier die 25 da draus, wenn ich schon mal dabei bin. Bei mir wird es wahrscheinlich ein Stärkebild werden. Ach ja, wir müssen da noch ein bisschen, wir haben da auch ein bisschen was vor, deswegen. So, ich gehe nochmal eben, dann mache ich mal 23. Morgen ist auch Schule. Oh Gott, morgen ist Schule. Morgen ich habe Chat, ich habe Hausaufgaben nicht. Habe ich vergessen. Kotot-Kotot-Krab. Habe ich vergessen. Kotot-Krab. Habe ich nicht gemacht. Kotot-Nakab. Gut, ich habe Vitalität 15, du bist bei 17, okay? Dann 10 Zauberei, gut. Kondition bin ich 20, du auch? Ja. Belastbarkeit 10, aber immer noch. Du hast 22 Stärke, ich habe 21 Geschicklichkeit. Ich habe 11 Stärke, um den Schild zu nehmen. Ich habe 13, damit ich das Claymore tragen kann. Und dann 10, 10, 10. Ja, natürlich. Natürlich. Kubi, es wird sehr interessant. Ja, ich sage auch mehr auch in Gamban. Katze hat Hausaufgaben gefressen. Mehr auch in Gamban. Müsste eigentlich sogar korrekt sein. Ja. Na, wird doch. Siehst du?